Unsere erste Fahndung heute kommt aus Sachsen, genauer Dresden. Dort wurde vor nicht einmal zwei Wochen in der Nähe der Marktgalerie eine Sparkasse überfallen. Die Polizei hofft, heute Abend unter den Kripo-Live-Zuschauern Zeugen zu finden. Und so hat sich die Sache abgespielt. Ein ganz diskreter Banküberfall am helllichten Tag in der Dresdner Altstadt. Dass es sich bei diesem Bankbesucher um einen eiskalten Bankräuber handelt, merkt die Bankangestellte erst, als er plötzlich eine Waffe zieht und diese auf sie richtet. Dresden, 20. Mai. Ganz in der Nähe der Kreuzkirche. In der Sparkassenfiliale am Dr. Külzring 17 ist es in der Mittagszeit relativ ruhig. Einige Angestellte sind in der Pause. An diesem Dienstagmittag um 12.45 Uhr war in der Bank selbst relativ wenig Publikumsverkehr. Im Erdgeschoss befindet sich ein Servicebereich. Die Schalter als solches sind im Obergeschoss. Diese örtliche Besonderheit hat der Täter mutmaßlich vorher auch ausgekundschaftet. Konkrete Hinweise darauf haben wir jedoch noch nicht. Mit einem blauen Beutel in der Hand betritt der Täter die Bankfiliale. Er fährt mit der Rolltreppe direkt in die obere Etage. Dort geht er allerdings nicht sofort zum Kundenschalter, sondern zunächst in einen Wartebereich in unmittelbarer Nähe. Zeugen haben ausgesagt, dass er dort nervös herumlief. Dann, wenige Meter vom Bankschalter entfernt, postiert er sich. Während andere Kunden bedient werden, geht er mehrfach direkt zu ihnen und stellt sich neben sie. Die Bankangestellte muss ihn immer wieder ermahnen, Abstand zu halten und nicht zu stören. Als die Kunden weg sind, nutzt der Bankräuber die Situation. Ohne dass Mitarbeiter und andere Personen in der Bank etwas bemerken, bedroht er die Bankangestellte mit einer Pistole. Um was für eine Pistole es sich genau handelt, dazu liegen uns derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Ob es sich tatsächlich um eine scharfe Waffe gehandelt hat oder womöglich nur um eine Schreckschusswaffe, wissen wir derzeit noch nicht. Dies ist jedoch auch für die Tat nicht wirklich relevant. Man muss immer davon ausgehen, dass es sich um eine echte Waffe handeln könnte. Der Bankräuber verlangt Geld. Die Angestellte muss es in seine Brieftasche legen. Sie gibt alle Scheine heraus, die sie greifen kann. Zwar ist sie selbst hinter Panzerglas geschützt, doch sie will andere in der Bank nicht gefährden und die Situation nicht eskalieren lassen. Die Kassiererin übergab letztlich einige hundert Euro. Die genaue Summe, die der Täter hier erlangt hat, werden wir aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen. Die Beute steckt der Täter dann vermutlich in seinen blauen Beutel und fährt mit der Rolltreppe wieder nach unten. Beim Verlassen der Bank wird er von Zeugen gesehen. Der Bankräuber verließ zu Fuß die Filiale nach unseren bisherigen Erkenntnissen in Richtung Seestraße. Zeugen hatten ihn auf seinem Weg beobachtet. Zudem kam am Tattag ein Fährtenhund zum Einsatz, der ebenfalls in Richtung Seestraße lief. Nach dem Überfall betätigt die Bankangestellte sofort den Alarm. Dieser geht direkt bei der Polizei ein und ist für andere Kunden in der Bank und für den Täter in diesem Moment nicht wahrnehmbar. Die Angestellte der Bank hatte sofort Alarm ausgelöst. Daraufhin waren auch sehr schnell polizeiliche Einsatzkräfte am Ort. Wir konnten den Täter jedoch in der belebten Innenstadt nicht mehr ausfindig machen. In diesem Fall erbeutet der Bankräuber nur wenige hundert Euro. Bankangestellte leiden oft noch Jahre nach einem solchen Ereignis an den Folgen. Auch die 58-jährige Mitarbeiterin der Sparkasse Dresden ist seit dem Überfall krankgeschrieben. Zeugen haben den gesuchten Täter so beschrieben. 45 bis 50 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 groß und stämmig. Er hatte kurze Haare und einen Dreitagebart. Bekleidet war der Mann zur Tatzeit mit einer dunklen Lederjacke mit auffälligen Reißverschlüssen. Haben Sie den Gesuchten vor oder nach der Tat am 20. Mai in Dresden beobachtet? Wissen Sie vielleicht sogar, um wen es sich handelt, wo er sich aufhält? Dann Ihre Hinweise bitte an die Kripo Dresden, Telefonnummer 0351 483 2233.